Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu Pokémon Ultramond. Oh yeah. Ja, ich habe die Zeit jetzt kurz rumgestellt. Ich hoffe, es ist auch wirklich draußen dunkel. Eigentlich müsste ja, wenn Tag eingestellt ist, draußen dunkel sein. Und da sollte ja anscheinend irgendwas auftauchen. Wir schauen mal nach, ob das funktioniert hat oder nicht. Ist auf jeden Fall mal dunkel. Kaleya-Bucht. Hallo, da, eine wunderschöne Nacht, nicht wahr? Wenn du willst, zeige ich dir was Tolles. Ja. Dann komm mal hier rüber. Am besten, du hockst dich hin und dann siehst du mehr. Da, schau. Was glaubst du, ist das? Lass mich dich erleuchten. Diese Lichter stammen von Finion, dem Flügelfisch-Pokémon. Finion speichert tagsüber das Sonnenlicht und nachts die Muster an ihren Flossen aufleuchten zu lassen zu können. Wenn du nachts mal wieder Lust auf eine magische Lichtershow verspürst, dann komm einfach vorbei. Nein, das war's. Das war's. Das war's. Zum Verarschen. Das war's. Deswegen. Ich hab jetzt gedacht, hier irgendwo auf der Insel, da strandet irgendwie was Großes oder da passiert irgendwas riesengroßes, fettes. Oh, nö. Es war einfach nur. Oh ja, guck mal, Lichter. Lichter. Guck mal, da gibt es noch Pokémon zu fotografieren. Ein schlafendes Fleckmon. Sich verarschen. Gefällt mir. Sehr schön. Du bist gut. Echt gut. Du bist gut. Du bist gut. Ja, wow. Es bewegt sich ja nicht mal. Es ist ein schlafendes Fleckmon. Was willst du da groß machen? Okay. Ja, wow. Ich habe ein Fleckmon fotografiert, ein schlafendes. Okay. Dann werde ich hier noch abbauen. War wohl doch nichts Schönes hier. Wir haben alles erforscht. Hier müssten wir ja eigentlich auch alles haben. Ja. Hanua Resort. Soll es weitergehen? Weiter im Text. Da. Hallo, na? Der Hotelpage ist der erste Person, der gestern in dem Hotel begegnet. Da ist der Eindruck anscheinend. Bei Pokéfest ist es ähnlich. Das erste Pokémon-Kampf und die erste Taktik, die es einsetzt, sind sehr wichtig. Aha. Very, very interesting. Hallo. Hierzulande begrüßt uns, verabschieden wir uns mit den kräftigen Alola und wünschen unser Gegenüber so in den Segen der Sonne des Mondes. Einmal auf die Klinge drückt und schon nehme ich hier der Page zur Stelle. Oh, hallo, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen fühle ich auch mittlerweile zu Hause. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie er dich umweht? Erstmal kommt er hier. Er kommt, der Kollege. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte ihm zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Edda-Paradies. Ja. Das Edda-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon in sicheren Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit Edda-Paradies kommen, oder? Noch nicht. Nein, noch nicht. Oh, das habe ich mir schon gedacht. Kinder, nein, Jugendliche sind immer so wankelmütig. Wir sagen, sie sind Freigeister. Aber das anders als ein Ja werde ich nicht akzeptieren. Ja, ich gehe, aber ich werde mir erst hier umgucken, ja? Bitte. Würdest du mir zeigen, wie sich deine Pokémon gemacht haben, seit ihr mir begegnet seid? Ja! Will ich dir zeigen. Welches Pokémon soll ich mich anschauen? Oh, das will ich hier. Keine Maniero, komm. Darfst du. Ah, dieses Calamera war auf Level 5, als ihr euch getroffen habt. Und mit Moment auf Level 31. Ein eher mittelmäßig trainiertes Pokémon. Du hast das wohl nur mittelmäßig gern, was? Halt's Maul! Maut! Hallo? Das ist meine Berufung, mysteriöse Pokémon-Attacken beizubringen. Ich mag zwar gerne Urlaub, aber es wäre mir dann noch ein Vergnügen, dein Pokémon eine Attacke zu lernen. Na, was sagst du? Oh ja. Wenn du Keldeo oder Milota im Team hast, könnte ich ihnen Attacken beibringen. Hab ich aber nicht, danke. Oh. Die wollen doch sicher wieder kämpfen. Kämpfen wollen die doch da oben. Die zwei Damen. Wahrscheinlich. Ich raus? Nein. Guckt sich an dieses Bizeps an. So prall und fest. Die reizenden Muskelberge. Oh, mit solchen Muskeln kann ich den Ball super weit schlagen. Oh, mein. Das macht schon, sieht aus, als würde ihm das ziemlich unangenehm. Möchtest du ihn vielleicht einschreiten, auch wenn das wohl als Kampf führt? Natürlich, einschreiten.
Hey, was soll das? Was willst du? Diese Macho wurde von uns als Caddy angeheuert. Wir sind gerade mit einer wichtigen Sache beschäftigt, da können wir bei keine Störung gebrauchen. Lass ihn in Ruhe und verschwinde. Ach, komm jetzt. Erzähl mir nichts. Na ja, zwei hübschen Golf-Duo Marlene und Merle. Das Duo möchte kämpfen, Choreogels. Attacks. Ihr zwei, los geht's. Ihr macht sie jetzt fertig mit einem Body Slam auf ein Chorogel. Ich mach Felsgrab auf ein. Ach, das heißt, geht nur noch auf einen. Ich hab jetzt auf beide. Egal. Erstes Choreogel. Mit jede Menge Erfahrungspunkte. Windschnitt. Na ja, komm. Das juckte mich gar nicht. Body Slam! Das tut weh. Choreoge tut das weh. Body Slam auf die 12. Ja, Donnerstag ist nicht mehr sehr effektiv. What? Felsgrab! Boom! Und tschüss, Choreoge! Und ein Level Up für Relaxo. Juhu! Tja. Wow, irgendwie ganz schön anziehend. Sehr, sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Das stimmt wohl. Es ist echt schlimm, diese Amateure. Mal im Ernst, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr zu golfen. Lass uns einfach gehen. Mann, mei. Hey, was soll das? Ich bin doch gar kein Pokémon. Ich bin Mensch aus Fleisch und Blut. Was ich dir angebe, ist da nicht weiter als ein Kostüm. Mensch, muss das echt sein? Was war's mit meinem Plan, mich als Matschmann zu verkleinern, King Caddy zu spielen und dabei den großen Reibach zu machen? Warum nur? Warum musst du mir ausgerechnet jetzt unbedingt zur Hilfe ein? Das ist einfach nur zum Heulen. Aber gut, solche Courages einziehen. Eigenschaft, du sollst belohnt werden. Hier, das ist für dich. Anziehung. Thanks a lot. So, aber jetzt verzieh dich und sprich mir los nicht mehr an. Okay, bin schon weg. Sorry, Bro. Wollte dir nur helfen. Na? Hey, du, das ist immer noch ein Trainer auf Reisen aus, das war Klima hier in Alola ist ein Volt hat für die Körper, nicht wahr? Kra! Ich bin übrigens immer auf Reisen. Vom Beruf bin ich Liedermacherin. Doch ich musste mir und meine süßen Vogelpokémon einfach mal eine Auszeit gönnen. Vielleicht uns mit mich ja die süßen nichts tun hier im Resort zum neuen Melodien. Ich hab den Alltagstrotz satt. Ich will gar nicht mehr zurück nach Hause. Kra! Ha, was machst du denn auf einmal für ein Gesicht? Das war doch bloß ein Scherz. Doch, du wirst schon mal hier bist. Was hältst du für ein Kämpfchen gegen meinen Vogel-Pokémon? Na klar. Super, das freut mich total und helfe ich dir auch nicht zurück. Ja, halte ich auch nicht zurück, ja. Helf dir nicht zurück. Hallo, Veteranin Alana. Mit einem Kramox, hä? Ein Trompack. Trompack. Mit einem Relaxo machst du nicht viel. So. Jo. Body Slam, wa? Super Schall. War nichts. Body Slam. Boom. Und Paralyse. Oh yeah. Und wieder voll. Das wollte ich. Ich wollte nur, dass ich voll wieder bin. Durchbruch. Und? Er ist immer noch schneller wahrscheinlich, ja? Ja, war klar. Oh, super Schall. Ah, auf. Verwirrt. Verwirrt. Bin getriggert. Getriggert. Durchbruch. Boom. Tschüss, Trompack. Mach's gut. Tja, ich glaube, ich spinne. Das war gar nicht gut für mein Ego. Tja. Halb so schlimm. Werte Dame, halb so schlimm. Meine liebe Scholli, du bist ja vielleicht stark. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Du bist wohl nicht einfach bloß ein x-beliebiger Trainer, was? Das siehst du auch so, oder? Guck sie, kra. Hör mal, warum gibst du deine Pokémon nicht das Metronom zum Tragen, um noch mehr stärker zu werden? Metronom! Danke für den unterhaltsamen Kampf. Er wird mir als tolle Urlaubserinnerung immer im Gedächtnis bleiben. Ja, Herrscherstecker! Immer mehr! Hallo! Was gibt's hier? Ein Krabox? Hey, kleines Krabox, los, schlag ordentlich zu! Krabokbox! Hilfe! Ja. Box! Ach, Krabox, immer bist du total nervös, wenn dich jemand im Kämpfen beobachtet. Na, heißt das, ist das in denen die Möglichkeit?
Das ist ein Z-Kraftring. Ich hatte einen Bitte an dich. Kämpfe gegen mich und zeig meinen kleinen Krabux, wie stark eine Z-Attacke ist. Der Anblick von jemandem, als der es gibt, wird mein Krabux bestimmt Mut machen, sodass es seine Schüchternheit überwinden kann. Krab! Alles klar, bist du bereit? Einen Moment noch, bitte. Okay, kann ich warten. Du bist eine Z-Attacke. Dann kriegst du auch eine Z-Attacke. Eine Z-Attacke. Okay, alles klar, bist du bereit? Ja, klar. Na dann, jawohl, du bist bereit, dann legen wir sofort los. Bap, badapap, bap. Tanzen Ronda. Na, was geht bei dir mit dem Krabux? Ja, wenn du so nervös bist, dann dürft's ja gar nicht viel tun, oder? Dann dürft's ja eigentlich nicht viel tun. So, wolltest eine Z-Kraft? Du kriegst eine Z-Kraft. Super Wasser-Tornado. Boom. Bam, boom, bam, bam, boom. Mario Kart mit all seiner Kraft zusammen. Und Super Wasser Tornado. Biatch. Oh yeah. Das reicht wahrscheinlich nicht mehr. Ja, war klar. Ihr Schlag. Au. Das tut doch weh. Das tut weh, aber Säusel Stimme tut mir weh. Und tschüss, Krabox. Und Erfahrungspunkte. Krabox leuchtet für mich vor lauter Kraft. Oh. Förmlich. Ah, das war fantastisch. Du hast ja förmlich geleuchtet vor lauter Kraft. Oh, das siehst du doch auch so, Krabox, oder? Das sieht so besoffen aus. Krabox! Ah, oh, wow, das für ein beeindruckender Kampfpose. Ah, oh, weißt du, mein Krabox will immer in allem mein Beste sein. Durch deine kraftvolle Attacke hat es neue Motivation gefunden, weit an sich zu arbeiten. Das haben wir dir verdanken. Krabox! Ja, da habe ich verstanden. Hier, das ist der Krabox, ein Zeichen der Dankbarkeit. Hüp, 5 Hyperheiler, dankeschön. Wirklich vielen Dank, damit ist wir unseren Traum einen Schritt näher gekommen. Schön, interessant, hallo. Oh, das ist doch wie ein Mirapla. Yep. Hallo? Bei Golf ist so wie ein Pokémon-Kampf. Allein macht man nicht viel. Ich lasse mir Kahili ein paar Dinge über das Golfen beibringen. Okay. Okay, okay. Hallo? Ich bin Hoteldetektivin. Bisher habe ich kein Menüfälle gelöst gelesen. Aber das daran liegt, dass ich einfach keine Aufträge bekomme. Weil keiner klaut, hä? Na, guck mal, da sind die zwei wieder. Weißt du, was die gute Punkte sind? Es gibt so Treue, ohne dich dabei zu ignorieren. Deshalb gilt übrigens für Menschen. Hör zu, verliere deine Neugier, so entsteht so von viel. Ob Pokémon, Attackenfähigkeiten oder Items, probier alles aus. Ja, alles ausprobieren immer. Hallo? Der Betreiber ist auch nur Resort, ist Golf über alles. Es ist kein Zufall, dass zur Tochter Kali eine Weltgolfspielerin geworden ist. Doch als Pokémon-Trainer gibt es eine gute Figur ab. Ich bin zwar Pokémon-Trainer, aber ich habe trotzdem einen Tipp für dich. Es lohnt sich immer, Pokémon im Team zu haben, mit denen die Typen-Nachteile anderer Teammitglieder ausgleichen kannst. Willkommen im wunderbaren Herzchen an Unna Resort! Oh, mehr war das nicht. Cool. Das war's. Gibt's da sonst nichts mehr? Keiner will mit mir reden mehr. Muss ich jetzt ins Elder-Paradies? Die Gefolge von Moloch dürfte mir eine Blume, aber löst in einer Art Schimmel aus. Ich versuche gerade es zu verdünnen und ein paar Parfüm daraus zu stellen. Jetzt müssen alle gewesen sein. Okay. Das Adderpress ist ein künstlicher Insel erreicht, inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zuflucht als Pokémon, scheint der Haft sozusagen. Ich bin Beweise, dass ich erwachsen bin. Das ist versprechend heiß. Also, bist du bereit, ins Adderpress zu kommen, oder? Ab. Ah, gut, dann folgen wir bitte. Die Elderparadies ist ein überwältiger Ort. Wartet! Nehmt mich mit! Na nun, das ist der Inselkönig Myler. Verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Tränen auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen sollt ihr euch auch nicht auch selbst. Ohne Vertraut und ein Pokémon eurer Seite. Was ist mit dem Professor? Ich habe noch ein Bang jetzt seiner Dinge zu tun. Aber ihr werft euch doch mit in einen Blick auf die berühmte Technologie der Elder Foundation. Genau unsere nächtigen Treffen, hä? Ich warte auf Malita Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch.
Es wird euch alter hinter den Akala hat. Es wird Zeit, Akala hinter euch zu lassen. Aber das sorgen wir jetzt für jederzeit wieder, hier zurückzukehren, ja? Jederzeit. Na gut, ich bin versichert, die Überfahrt vergeht, aber ein Schiff wie ein Flug. Und mit einem Schiff meine ich nichts gegen alle Fälle. In der Fähre, ja? Alter, meine Augen gerade, die wollen gerade was anderes, die drehen gerade ein bisschen. Einfach unglaublich, dass ich so einen Haufen Eisen einfach über das Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon verantwortlich sind, Easy? Ja. Wirklich? Glaubst du wirklich? Ich sollte eigentlich auf den Arm nehmen. Oh, Junge, ich bin auf den Ender Padres gespannt. Diesmal mit dem Boot unterwegs. Ender Paradies. Ender Foundation. Ender Paradies. Ender Paradies. Ender Paradies. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da, Freunde. Wir sind da. Ender Paradies. Oh ja. Hallo, Freunde. Da, 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 da. Da wir beiden, da werden wir beiden. Da ist der Ender-Paradies. Oh ja. Yeah. Oh. Muggelbaum. Mangudia. Morgel, Muggelbaum. Da, 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 da. Ah ja. Der Ender-Paradies ist diesem Schutz und Erhalt von Pokémon. Das nutzen wir der neuen Technologie. Zum Erhalt der Schutz von Pokémon arbeitet wir untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jeder kann in dem Ender-Paradies selbst keine Bälle einsetzen. Wir senden Störungswellen aus, die Funktion blockieren, ja? Die blockieren alles, meine Freunde. Oh, hallo. Hallo. Fabian! Nein, nein, danke. Würdest du mich mit meinem echten Namen ansprechen? Ich habe ja nicht umsonst einen Titel. Jene, was das wissen, wie ich hier wichtig bin, ja? Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führ zu der wegen dieser Kinder herum, ja? Und bringen sie den zur Präsidentin, ja? Oh, Fabian. Oh, Fabian. Uff. Mann, 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 Mann. Plätscher, Plätscher. Easy, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Hallo da. Moment mal. Du kennst unseren Namen? Hi, ja, klar. Unser Personal hat dir in dem Ereignis auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beide unsere dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns in den Eingang im obersten Stockwerk. Wollen wir mit dem Aufzug nehmen? Es geht weit aufwärts, ja? Das ist der Eingangsbereich an der Rezeption hier und ihre eure Pokémon heilen ja lassen, ja? Lubella! Ja, easy, der Ali. Ihr zwei seid ja auf in der Wanderschaft. Um Champ zu werden, gehe ich gar nicht recht in der Annahme, hä? Das ist, ja, 11 Jahre alt, hä? Ihr seid ja 11 Jahre alt. Nee, nee, nee. Das stimmt. Sie wissen gut Bescheid. Sie wissen gut Bescheid, ja. Ja, wenn man 11 Jahre ist, kann man auf Inneswasch gehen. Ich habe mal angefangen, weil ich irgendwann mal mein OP gewinnen will, ja? Ja, 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 wenn er alles gibt. Aber im Moment, ja, da habe ich keinen Bock, weil ich bin einfach nur Spaß haben. Und ja, meine Inneswasserschaft ist zu viel Spaß, ja. Okay, verstehe. Wenn man in euer Alter kommt, muss man entscheiden, ob man reif genug ist dafür, hä? Reisen zu gehen, ja? Schließlich ist ein Trainer zu sein, Pokémon etwas wie ein Elternteil, ja? Wie ist die Tale? Wir fahren weiter oben zur Schutzzone. Los geht's. Mit 11 Jahren wird man heutzutage sicher nicht sowas machen, reisen. Erst wenn die Eltern gehen
Okay, okay, jetzt kommt. In der heutigen Zeit sind, sind die meisten schon am Saufen. Okay, das ist wieder was anderes. Okay, aber früher war es nicht so. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Elderparadies verboten. Das ist wie ein Naturschutzgebiet. Oh ja! Hier bietet hier alle Pokémon Zuflucht, auf die sie erst Team Skull abgesehen haben. Manche Pokémon müssen beschützt, zum Beispiel Corazon. Sie sind eine bedroht, weil sie von Pokémon namens Gastella angreifen werden. Aha, den Corazon Kanto scheint es übrigens besser zu gehen. Wisst ihr eigentlich, ich bin früher nämlich einmal durch Kanto gereist. Aber lassen wir mich euch aus dem Pokédex vorlesen. Ja. Corazon! Corazon! In Aula gibt es viele Corazon mit kurzen Korallennamen, da es dort von ihren Fressfeinden Gastella nur so gefressen wird. Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann ich auch einer von euch überhaupt alle Pokémon beschützen? Ja, eine gute Frage. Wir sollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in der Natur eingreifen darf. Der davon der ist echt der Wahnsinn. Aber einfach fragen mich ich mich schon die ganze Zeit, warum habe ich euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Ja, wer weiß. Unsere Präsidentin ist schwer zu begreifen und durchzuschauen. Man weiß nicht, wie sich ihr vorgeht. Ja, das heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr sollt immer auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ja, aber das... Ja, die Präsidentin muss irgendwo in der Schutzzone sein. Aber das, liebe Freunde, werden wir im nächsten Part tun. Ich hoffe, seid auch im nächsten Part wieder dabei, wenn wir das Erdparadies hier erkundschaften. Bis zum nächsten Part. Tschüss!